Eventuell auch in Skype, das weiß ich allerdings noch nicht, ob ich das so machen will oder ob man da einfach dann nur zusammen chattenderweise durch die Gegend rennt oder sonstiges. Das muss ich mir noch überlegen, aber das werdet ihr dann bestimmt auch mitkriegen. Für ein paar Missionen habe ich da auch schon ein paar Leute zusammengetrommelt, die mir da ein wenig unter die Arme greifen, weil so ein paar Missionen, die kann man wirklich nicht alleine nur mit NPCs erledigen und die sind dann auch richtig blöd. Also das macht dann auch nicht so viel Spaß, wenn man das alleine macht und dann ständig krepiert und das alles nochmal machen muss. Deswegen stellt euch darauf ein, dass ich das nicht nur alleine machen werde, sondern dass da noch ein paar andere Leute von Zeit zu Zeit dazu kommen. So, hallo Loscha. Na? Was gibt's? Ich hoffe, Mailing hat eure Gedanken nicht mit ihrer blinden Zuneigung für Großmeister K vergiftet. Dieser zitternde Idiot hätte schon lange abgesetzt werden sollen. Also gut, ich werde eure Ausbildung jetzt übernehmen. Ja, die NPCs kloppen da. Ich muss mal kurz mitkloppen. Ich will ja nicht, dass wir hier direkt wieder verrecken. Meine Güte, die hauen vielleicht rein. Oh, tot. Cool. Und wiederbelebt. Dankeschön. Gut, die Kisei ist tot. Toll. Nicht genug Energie, das ist echt ein Satz, den man sehr gerne liest. Das sind natürlich direkt wieder drei Gruppen gewesen. Und jetzt ist die Heilerin auch noch tot. Jetzt lebt sie wieder. Okay. Meine Güte. Müssen wir erstmal ein bisschen Leben zurückholen. Also die Mesmer sind immer ganz fies. Mesmer und Heiler, die sind so diejenigen, die man als erstes killen könnte, sollte, müsste. Vielleicht noch Ritualisten, aber das kommt auf die Situation drauf an. Ihr seht schon, da liegt wieder massig Zeug rum. Das hole ich mir auch gleich, sobald ich mit dem guten Loscha geredet habe. Na, komm, stirb. Du auch. Danke. So. Ich muss euch etwas anvertrauen. Ich habe ein Geschenk für Mailing verpötete. Nochmal. Ich muss euch etwas anvertrauen. Ich habe ein Geschenk für Mailing erstanden. Eine prunkvolle verzierte Schatulle, die ihre Lieblingsmusik spielt. Ich wurde aber auf der Straße von Purpurschädelschlägern überfallen, die mir die Schatulle stahlen. Würdet ihr euch wohl ins Purpurschädellager schleichen und die verzierte Schatulle für mich zurückholen? Ich wäre euch so dankbar. Ich hoffe nur, dass Mailing den Aufwand zu würdigen weiß. Ist natürlich eine tolle Ausbildung. Muss erstmal für ihn sein Zeug zurückholen, weil er sich nicht traut. Ich will erstmal das Zeug hier zurückholen. Einsammeln. Zurückholen. Zack, zack. So. Na, dann holen wir mir. Wo lala. Ich kann nicht reden. Was ist denn heute los mit mir? Verzeiht mir. Ich bin ein wenig bescheuert in den letzten Tagen. So. Jetzt geht's ja an den Kragen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Na komm. Ach, wir haben neue Skills gekriegt. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Gucken wir uns gleich mal an. Energie abzapfen. Der Gegner verliert 4 Energiepunkte. Für jeden verlorenen Energiepunkt. Ihr erhaltet für jeden verlorenen Energiepunkt 2 Energiepunkte. Das ist sehr geschickt. Verzauberung brechen. Entfernt eine Verzauberung vom Gegner. Beim Entfernen einer Verzauberung erleidet dieser 31 Punkte Schaden. Warum sind denn hier zwei Leute jetzt verreckt? Was ist denn jetzt los?
Meine Güte. Holen wir uns mal ein bisschen Energie. Geht das? Nee, nicht Energie. Nicht genug Energie. Das ist natürlich toll. So, lieber Lukas, kannst du wen wiederbeleben? Nö, nee, kannst du nicht. Siegel der Wiederbelebung. Zack. Lebt sie wieder. Und sie belebt Kisei. Dankeschön. So, was haben wir denn da? Ein Stock. Chaosschaden 7 bis 10. Nee, wir brauchen noch die Energiepunkte. Das ist schon okay so. Okay. Was haben wir denn da? Ein Purpurschädel-Mesmer. Jetzt am Anfang ist das echt noch ein bisschen blöd. Aber wer weiß, vielleicht hat ja jemand Lust mitzuspielen und vielleicht kann man da ja auch zusammen irgendwas organisieren. Wenn ich hier nicht verrecke. Wäre natürlich toll. So. Hallo? Ach. So, hier haben wir eine Truhe. Erhalten verzierte Schatulle. Das ist natürlich fein. Hier ist natürlich eine Shingea-Truhe und ich habe keine Schlüssel. Blöd. Für ein paar Truhen braucht man nämlich immer die passenden Schlüssel, sonst gehen sie natürlich nicht auf. Das ist am Anfang ein bisschen blöd, weil man da noch nichts hat. Aber ja, die werden mit der Zeit, also die droppen mit der Zeit. Oder man tauscht die einfach gegen Klosteranerkennung ein. Ich habe da, glaube ich, noch ein paar in der Kiste lagern. Ja, aber jetzt am Anfang ist das noch nicht so wichtig. So. Vielen Dank, dieses Ding war nicht billig. Ich muss dieses Geschenk zu Meiling bringen, deshalb werde ich euch jetzt ins Kloster zurückschicken. Trefft euch im Linnockhof mit Meister Togo. Das Kloster ist weit entfernt, ihr könnt aber schnell und einfach dorthin reisen, indem ihr eure Karte benutzt. Ich bin schon unterwegs. So. Ihr seht, hier ist auch der grüne Pfeil mitten in der Karte, weil hier eben der Übergang zum nächsten Gebiet angezeigt wird. Und hier ist das Kloster von Shingea. Es hat einen grünen Namen, also können wir direkt dorthin. Wir können immer direkt in die Außenposten reisen. Egal wo wir sind, wir können immer direkt in die Außenposten reisen. So, reisen. Zack, sind wir da. Geh noch kurz zum Kaufmann. Und dann können wir auch gleich mal unsere Skills ein wenig ordnen. Ich muss da nämlich immer eine bestimmte Ordnung drin haben, sonst ist das nicht so gut. Sonst verhaspel ich mich da. Das können wir verkaufen. Das auch. Das Knochengötzenbild. Müssen wir eigentlich identifizieren. Aber das ist mir gerade noch ein bisschen zu teuer, deswegen behalten wir das erstmal. So. K. Was haben wir denn? Illusionsmagie haben wir 1, Inspirationsmagie haben wir 2. Das setze ich mal nach hier hinten. So. Nee, so. Okay. Lassen wir das erstmal so geordnet. Wenn wir mehr Skills haben, dann haben wir auch mehr Auswahlmöglichkeiten und dann kann ich auch besser aussuchen, was uns mehr bringt. Im Moment ist das noch nicht so viel. Und da ist eine Quest. Mal sehen, was das bringt. Hoffentlich eine Gürteltasche. Nee. Ich brauche den Quest, wo es die Gürteltasche gibt. Ich mag mir die gerade nicht kaufen. Schade. Dann gibt es die wahrscheinlich nachher erst. Blöd.
Ja, jedenfalls hier bei den Klosterquartiermeistern könnt ihr die Anerkennungen eintauschen. Hier gegen Schlüssel, gegen Bier, gegen eine Tasche. Komm, kaufen wir uns mal eine Tasche und einen Schlüssel. So. Tasche ausrüsten. Da können wir das Zeug reinschmeißen, was wir gerade nicht brauchen. So. Noch hält die Tasche nur 5 Gegenstände, aber hier können wir gegen 3 Anerkennungen eine Rune der Lagerung tauschen. Und dadurch bekommt die Tasche eben doppelt so viel Platz, also 10 Plätze statt 5. Und dann können wir da auch mehr reinschmeißen. Das ist auch ganz geschickt. Ja, schauen wir mal in den Questlog. Kehrt zum Kloster zurück und sucht Meister Togo im Linnockhof auf. Dann machen wir das doch gleich mal. Rennen wir die Treppen hoch. Autsch. So. Hallo. Da ist er. Der Meister Togo. Zack. Ah, Rain. Großmeister K. hat mir viel Gutes über euch erzählt. Ihr habt zwar begonnen, den Weg des Messmers zu erlernen, aber damit ihr euer volles Potenzial entfalten könnt, müsst ihr einen zweiten Pfad beschreiten. Sprecht mit den anderen Großmeistern und fragt sie, was sie euch lehren können. Wenn ihr bereit seid, eure Entscheidung zu treffen, kommt wieder zu mir. Annehmen. Yeah, wir sind eine Stufe aufgestiegen. So. Willkommen, Neuling. Euer Großmeister lässt durchblicken, dass ihr gute Fortschritte macht. Das freut mich. Also grundsätzlich kann man alle Quests machen. Das bringt auch relativ viel, wenn man gut leveln will. Dann macht man einfach alle Quests, rennt einmal durch die komplette Map und hakt dann alles ab. Aber da ich ja schon weiß, was ich mache und euch auch nicht allzu sehr langweilen will, werde ich nur mal die Quest machen von der zweiten Klasse, die ich auch wirklich machen will. Und das ist in diesem Fall Waldläufer. So. Falls ihr daran interessiert seid, die Klasse des Waldläufers als euer zweites Unterrichtsfach aufzunehmen, solltet ihr mit Großmeister Greiko sprechen. Greiko ist ein Lachsen, der sich nur aufgrund seines Pflichtbewusstseins verbunden fühlt. Ich glaube, sonst hätte er sich schon lange aus dem Staub gemacht. Er ist ein netter Kerl und ein ausgezeichneter Waldläufer. Sucht ihn im Kloster von Chingia auf. Ja, Meister. Also ihr seht, er hat hier immer noch das Ausrufezeichen und wir können hier alle Quests annehmen und alles durchmachen und so weiter und so fort. Aber für uns hier ist das ein wenig zu viel, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust, das jetzt alles durchzumachen. Deswegen, ich versuche jetzt einfach nur der Story zu folgen, nur das Wichtigste zu machen. Und ja, hoffe mal, dass wir gut damit durchkommen. Drehen wir mal mit dem Großmeister. Da ist er schon. Seid gegrüßt. Ja, ich kann euch zur Waldläuferin ausbilden. Ihr werdet lernen, wilde Bestien zu zähmen, damit sie euch gehorchen, Fallen zu stellen und Vorbereitungen zu treffen, die eure Pfeile verbessern. Kurz gesagt, werdet ihr lernen, eins mit der Natur zu werden und ihre Kräfte zu nutzen, als wären sie eure eigenen. Dies ist jedoch eine Wahl, die ihr nicht leichtfertig treffen solltet. Waldläufer müssen uralte Überlebensinstinkte schärfen, die seit Generationen unterdrückt worden sind. Das bedeutet, dass sie im Einklang mit der Natur leben müssen. So Jun, mein Gehilfe, wird euch die Grundausbildung geben, die euch dabei helfen wird, dieses Ziel zu erreichen. Ihr findet ihn im Sumpfquartal. Wir kriegen hier auch Fertigkeiten vom Waldläufer, die wir jetzt erstmal ausprobieren können. Wir haben, glaube ich, sogar einen Bogen gekriegt, ja. Die brauche ich allerdings gerade nicht. Nee, brauche ich auch nicht. Tierzähmen könnten wir brauchen. Machen wir das mal statt dem hier. So. Zack. Zack, so.
Bevor wir weitergehen, werde ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!